So, hier wieder eine Aufgabe aus der Reihe Extremwertaufgaben. Hier geht es um ein Quader. Wir lesen jetzt in der Aufgabenstellung, welche Maße besitzt ein Quader mit quadratischer Grundfläche und der Oberfläche von 24 Quadratmetern, wenn das Volumen maximal werden soll. Wir unterstreichen am besten oder kreisen die Informationen ein, die jetzt wichtig sein könnten für diese Aufgabe und die einem da sofort ins Auge fallen. Es geht hier also um ein Quader. Sollten wir mal vielleicht einkreisen. Hat eine quadratische Grundfläche. Das ist die zweite Information. Die dritte Information, Oberfläche ist 24 Quadratmeter und Volumen soll maximal werden. So, wenn man sich das nicht so ganz vorstellen kann, dann macht man am besten eine Skizze dazu. Das ist die Skizze dazu, das ist die quadratische Grundfläche. Die quadratische Grundfläche bedeutet natürlich, dass wir auch eine quadratische Deckfläche dazu haben und vier gleich große Seitenflächen. Und wir haben ja jetzt herausgefunden, dass das Volumen maximal sein soll und der Wert, der maximal werden soll, der bildet dann unsere Hauptfunktion. Also es geht darum, dass das Volumen maximal werden soll. Dann ist das die Hauptfunktion und dazu schreiben wir dann die Formel, also die Formel für die Volumenberechnung eines Quaders. Das ist dann a mal b mal h. Wir haben aber hier die Information, dass die Grundfläche quadratisch sein soll, ja, quadratische Grundfläche. Das bedeutet, dass das a mal a, ja, dass diese Grundfläche, die mit a mal a berechnet wird, die mit a mal b normalerweise berechnet wird, in diesem Falle a mal a ist, weil beide Seiten sind gleich lang. Das heißt, das b hier kann ich hier durch ein a ersetzen und unsere Formel für das Volumen vereinfacht sich somit zu a Quadrat mal h. Das ist das Erste, was ich mir aufschreibe. Dann habe ich ja in dieser Hauptfunktion zwei Unbekannte, das a und das h. Und wenn ich eine Gleichung mit zwei Unbekannten habe, ist sie nicht lösbar. Deswegen muss ich versuchen, die eine Unbekannte zu eliminieren. Dazu brauche ich die Nebenbedingung. Die Nebenbedingung, das ist dann eine Information, die dann in der Aufgabe immer drin steckt. Die finde ich dann hier. Die Oberfläche soll 24 Quadratmeter sein. Oberfläche bedeutet, wie gesagt, die Fläche, die hier unten die Grundfläche ist, plus die Deckfläche und plus die vier Seitenflächen. Alle vier plus die zwei oberen und unteren Flächen zusammen, also alle sechs Flächen zusammen, ergeben 24 Quadratmeter. Ich schreibe nochmal die Oberflächenformel für eine Säule bzw. ein Quader mit quadratischer Grundfläche hier nochmal auf. Wer dieses nicht im Kopf hat, der kann dann in der Formelsammlung nachschauen. Und wichtig ist also, dass man auf diese Formel kommt. Und die Fläche soll 24 Quadratmeter sein, das setzen wir dann also gleich 24 und versuchen das dann so weit zu vereinfachen, dass wir hier die eine Unbekannte durch die andere ausdrücken können. Das bedeutet konkret, wir haben also als Ausgangsgleichung diese Gleichung hier, diese Zeile. Die wollen wir erstmal vereinfachen, deswegen teilen wir mal alles durch 2. Dann ist hier 12 gleich a Quadrat plus 2a mal h. Ich habe mich jetzt entschieden, das Ganze nach h aufzulösen, denn das macht mir meiner Meinung nach am wenigsten Arbeit. So bringe ich also alles auf der rechten Seite nach links bis auf das h. Ich fange an mit minus a Quadrat, dann habe ich das minus a Quadrat auf der linken Seite und rechts ist das a Quadrat weg. Dann teile ich nochmal durch 2, dann habe ich hier 6 minus a Quadrat halbe gleich a mal h und teile nochmal hier das durch a, damit auf der rechten Seite das h alleine bleibt. Und wenn ich das dann richtig gemacht habe, dann entsteht diese Gleichung. Und diese Gleichung ist jetzt sehr wichtig, denn das zeigt mir, dass ich das h auch so ausdrücken kann. Also statt h kann ich auch 6 durch a minus a halbe hinschreiben. Das ist sehr wichtig. Und mit dieser vereinfachten Nebenbedingung kann ich jetzt in die Hauptfunktion nochmal gehen. Unsere Hauptfunktion war ja hier v gleich a Quadrat mal h. Die habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben und statt dem h setze ich also das ein, was ich hier eingerahmt habe. So, und jetzt habe ich einen großen Vorteil. Ich habe in der Hauptfunktion nur noch eine Unbekannte, und zwar das a.
Somit ist das eine Funktion, die von a abhängig ist. Deswegen habe ich das a jetzt hier in Klammern geschrieben. Und ich habe das jetzt ausmultipliziert und dann kommt da 6a minus a hoch 3 halbe raus, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wenn ich eine Funktion habe und es geht um ein Maximum, ja, es soll ja maximal werden, wie es in der Aufgabenstellung heißt, muss ich also für diese Funktion das Maximum finden. Und das ist ja relativ einfach. Dazu bildet man die erste Ableitung dieser Funktion und setzt sie gleich 0. Die erste Ableitung dieser Funktion ist dann minus 3 halbe a Quadrat. Ich habe einfach diesen Teil nach vorne geholt, weil hier der höchste Exponent ist. Und aus 6a wird dann 6, wenn man es ableitet. Und diese Ableitung setze ich gleich 0, um jetzt mein Maximum zu finden. Und dann stelle ich einfach alles nach a um oder a Quadrat und versuche jetzt für das a einen Wert zu finden, der dann, wo dann diese Gleichung aufgeht. Dazu muss ich also alles, was mit dem a zu tun hat, irgendwie auf die andere Seite bringen, sodass das a dann letztendlich hier alleine bleibt. So, dann habe ich also das a Quadrat hier. Kann man das sehen? Ja, ne? Hier. Und dann muss ich die Wurzel rausziehen und ich habe hier zwei Werte, plus und minus 2. Das a kann natürlich nicht minus 2 werden, weil Längen können in unserer Welt, diese Länge a hier kann nicht negativ werden. Das ist im schlimmsten Fall 0 oder im kleinsten Fall, aber negativ kann sie nicht werden. Deswegen ist meine Lösung a gleich 2. Ich kann das nochmal überprüfen, ob das das Maximum ist. Denn das Maximum ist ja, wie wir wissen, wenn man die Nullstelle jetzt... So, also hier habe ich dann 2 raus und diese Lösung muss man in die zweite Ableitung einsetzen. Und wenn die zweite Ableitung 0 wird, kleiner als 0 wird, also negativ wird, dann habe ich da dort mein Maximum. Also setze ich die 2, die plus 2, die ich hier errechnet habe, hier ein, dann habe ich minus 3 mal 2 ist gleich minus 6, also ist bei plus 2 das Maximum. Also die Grundfläche besteht aus 2 Metern mal 2 Metern und da auch h in Abhängigkeit von a ausgedrückt werden kann, setze ich einfach die 2 hier für das a ein. Dann haben wir hier 6 durch 2 sind 3 minus 2 durch 2 ist 1, also 3 minus 1 ist gleich h und das ist dann gleich 2. Auch h ist 2. Das heißt, ich habe das größte Volumen, wenn aus dem Quader ein Würfel wird. Das heißt, Länge, Breite und Höhe gleich groß werden. Jetzt bleibt nur noch das V auszurechnen, das größtmögliche Volumen. Wir haben ja gesagt, A ist 2 Meter, die Grundfläche ist quadratisch, also 2 mal 2 und die Höhe ist auch 2 Meter. Und herauskommen 8 Kubikmeter und das ist die maximale Fläche, die man erreicht, wenn man 24 Meter Quadratmeter Oberfläche hat. Damit ist diese Aufgabe erledigt.